Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wie bereits in den Phasmophobia-Folgen schon angekündigt, wollten wir uns ja auch anderen Geisterjagdprojekten mal ein wenig mehr widmen und haben uns jetzt auch dem im Early Access befindlichen Spiel Ghost Exorcism Inc., ist der Name, glaube ich. Das ist richtig, ne? Haben wir uns jetzt mal zugewandt und wie ihr hört, die liebe Michelle, die kennt ihr ja auch schon aus den Phasmophobia-Folgen, ist auch wieder mit am Start. Und ja, was kann man zu Ghost Exorcism Inc. sagen? Es ist ein bisschen wie eine weiterentwickelte Version von Phasmophobia. Wir haben hier die Möglichkeit, A, den Geist zu identifizieren und dann auch zu bannen, zu exorzieren. Und das bringt natürlich noch eine ganz eigene Spieldynamik rein. Und ja, also wir finden das Spiel auf jeden Fall auch sehr gelungen und wollten euch da das Ganze jetzt auch mal in ein paar Folgen vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich begleiten. Und ich würde sagen, Michelle, dann fang doch einfach mal jetzt an und erzähl den Leuten mal, um was es hier gerade eigentlich geht. Yes, also wir sind in Amerika in einem verlassenen Haus. Wir haben extra mal zu Anfang eine Untersuchung gewählt, die kurz und einfach ist, weil wir selber nochmal reinkommen müssen. Wir haben das zwar schon mal gespielt, aber das ist schon eine Weile her. Und ja, ich lese mal vor. Es ist ein einzelner Geist, für dessen Exorzismus man maximal 2 bis 3 Hinweise benötigt, um herauszufinden, welcher Geist es überhaupt ist und was für Exorzierungsmaßnahmen wir durchführen müssen. Das ist ein altes, verlassenes Haus mitten in der Wüste der USA. Und es ist halt der Ursprung vieler Heimsuchungen, wo auch viele verschiedene Besitzer verschwunden sind und den nächsten nicht zum Opfer fallen sollen. Deswegen sollen wir den Geist hier exorzieren. Ja. Die Aufgaben sind einmal ganz klar, ihn zu identifizieren und zu exorzieren. Dadurch brauchen wir am besten eine Temperatur von einer Durchschnittstemperatur von 0, meine ich, soll eher 0 heißen. Dann brauchen wir das Karzometer, also das EMF in diesem Spiel. Wir müssen ihn mit der Kamera festnehmen und wir brauchen noch ein OCC-Signal größer als 10. Das ist das MEL 870G. Finde ich gut, den Geist festnehmen. Ja. Möchte ich sehen. Ja, und wie bereits erwähnt, hatten wir das Spiel vor längerer Zeit schon mal gespielt. Allerdings hat sich bei mir mein gesamter Fortschritt resettet und deswegen bin ich hier finanziell komplett auf die liebe Michelle angewiesen, die mir jetzt hier alles spawnen muss. Und du hast natürlich auch gleich die dickste Taschenlampe genommen, die du finden konntest, ne? Natürlich. Ich gebe mich dann mal mit der guten McLeod hier zufrieden, denke ich mal, dass es so eine sein soll. Und womit fangen wir da am besten an? Was soll ich mal mitnehmen? Thermometer und das Suchsignal. Ich nehme mal das, wie hieß denn dieses gelbe Teil? Das ist das, der Okkultschnüffler, genau. Mhm. Damit kann ich nämlich verfluchte Objekte aufspüren und um die müssen wir uns dann auch kümmern. Jetzt könnte ich als drittes noch etwas mitnehmen, denn das ist gerade hier auch die Besonderheit an dem Spiel, wie ihr sehen könnt. Ich habe die Möglichkeit, beide Hände zu benutzen. Man kann das durchwechseln und insgesamt bis zu 3 Gegenstände mitnehmen. Was natürlich so auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. So, dann haben wir das EMF und den Okkultschnüffler und... Ich hatte schon 0. Gerade. Ach so. Aber das nimmt er nicht als 0 an. Finde ich interessant. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wir hätten uns vielleicht mal irgendwas hier hinlegen sollen. Damit wir da schon mal ein bisschen sicher sind. Und ich suche erstmal so... Okay, ich glaube, das kam von oben. Ist da recht? Wo er hinter mir. Hinter dir? Ja, der war gerade hinter mir. Okay, bei mir nicht. Bei mir schon. Na, hier habe ich bisher rein gar nichts. Okay, hier ist irgendwas. Ich glaube, hier ist ein unsichtbares Objekt auf dem Flur. Auf dem Flur? Mhm. Hier zwischen der Treppe. Unten, zwischen der Treppe und da, wo der das Wand hier. Sein soll, ne? Ich glaube ja, das könnte sein, dass das hier war. Gerade minus 0, 0, 0. Ah, da ist die Tussi. Hast du was gesehen? Weiße Kleidchen. Ja, ja, die ist hier gerade lang gegangen. Okay. Ich habe immer eine Nuller Temperatur. Okay, ich leg mal das. Ich werfe es einfach weg. Ich leg mal den Okkultschnüffler dahin.
lege mal das IMF hier hin und hole mal aus dem Van die, die Sofortbildkamera, weil mit der können wir nämlich unsichtbare Objekte wieder sichtbar machen. Haben wir auch zwei Stück von. Okay, was könnte ich denn nochmal mitnehmen? Du hast die Spiritbox dabei, ne? Ja, die kann ich auch so mitnehmen. So eine Standkamera oder? Achso. Okay, ich habe jetzt noch einen Fotoapparat dabei. Genau, da konnten wir auch Nachtsicht aktivieren und ihr seht halt, durch den Geist wird das Bild auch schon ein wenig gestört. Lass die Tür auf, Junge. So. Wie konnte man nochmal die hinstellen? Was war das? Boah, da fragst du mich gerade was. Oh ja, ich habe sie gerade kurz gesehen. Der Kamera. Ja, wir haben ein Fahrrad auf jeden Fall. Wie wär's denn, wenn ich hier mal ein wenig Licht anschalte? Wo war denn hier der Lichtschalter? Da. Dann sehen wir wenigstens ein wenig was. Oh! Okay. Die reagiert nicht aufs Kreuz. Die reagiert nicht aufs Kreuz. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Oh Gott. Und ja, liebe Freunde. Das hat hier sogar. Ihr habt gesehen, man ist nur im Van sicher, wenn die Schutzmaßnahmen versagen oder man die falschen ausgewählt hat. Das Kreuz hat nicht funktioniert, würde ich mal behaupten, oder? Mhm. Dann sollten wir eine Maria-Statue, war, glaube ich, das andere. Hast du schon dabei? Ja, ich versuche nur gerade herauszufinden, wie man das nochmal drehen konnte. Ich weiß es nicht mehr. Gib mal her. Du musst es irgend noch eine Taste drücken. Also du kannst mit, wenn es gedrückt hält, mit Maus hat, kannst es zumindest näher ran und wegpacken. Also näher ran und weiter wegschieben. Aber tatsächlich, wie rum das jetzt ging, das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß, du musstest irgendeine Taste noch zusätzlich drücken. Aber welche war das? Okay, das ist im Fotoapparat nochmal hier. Gut, die Maria hast du dabei. Mhm. Was kann ich denn gerade nochmal mitnehmen? Wir haben ja jetzt bisher noch nichts rausgefunden, oder? Bis jetzt noch nicht. Ich nehme mal noch einen Tiger-Augenstein mit. Vielleicht können wir damit schon was triggern. Ich glaube, das war 3 bis 4. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, den Tiger-Augenstein ignoriert sie vollständig. So, wir haben jetzt 2 Aufgaben. Hm. IMF und die Videokamera. Müssen wir ja immer im Van nochmal auswählen. Huch! Die war wohl hinter mir, würde ich sagen. Warum sagst du mir das nicht? Ich war mir selber unsicher. Hab ich gerade blockiert. Okay, wir warten einfach mal ab, ob sie gleich wieder da durchläuft. Da ist sie wieder oben gewesen, an der Treppe. Hat gezählt. Mhm. Okay. Dann brauchen wir noch das Mel. Hast du das in der Hand? Sonst kann ich das auch gern machen. Nee, Waffe, Waffe. Muss erst auswählen. Da. Zum Spawn. Jetzt. Hast du die Maria gerade genommen oder liegt die hier nebenan? Die liegt. Nee. Ich habe gerade noch eine Maria spawnen lassen, aber okay. Dann halt nicht. Okay, was brauchten wir da für einen Wert für das Mel? Höher als 10, okay. Das kriegst du ja locker hin. Hoffe ich mal. Dann gehe ich mit der Maria auch noch nach oben, weil wir müssen da ja auch noch mal lang gehen, ne? Mhm. Eine steht vorne am Eingang. Die andere nimmst du gerade mit. Mhm. Die ist über dir, pass auf, ne? Ich habe schon 10er Wert gerade gemessen direkt. Ich würde sagen, die ist hier hinter uns gerade gewesen. Diesem halbfertigen Flur. Ich
Geist, wir sind freundlich gesinnt. Drei. Ihr macht. Okay. Geist, möchtest du mal in das Buch schreiben? Ich glaube, ich habe gerade so ein komisches Geräusch gehört. Also. Nee, das war so ein irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das. Oh, war die gerade in mir kurz? Das Licht hier aus? Ach nee, ich hab die. Oh Gott. Ja, dann bringe ich mal gerade das Mail zurück. Das brauchen wir ja nicht mehr. Und ich nehme mal das Fahrrad mit, ne? Das war ja verflucht. Ah. Okay, die war wieder hinter dir. Mhm. Ich glaube, sie war sauer. Du bist noch oben, oder was? Ich bin jetzt gerade wieder unten. Okay. So, und dann legen wir das Mail mal dahin. Nehmen wir die gute Strahlenkanone. Du kannst auch vorher erstmal messen mit dem Mail, ne? Wenn das bei 64 ist, dann ist es das Cursed Object. Ah, hast recht. Stimmt. Ehe du da einfach so drauf schießt. Nein. Definitiv nicht. Gut, das heißt, ich suche eigentlich weiter mit dem Okkultschnüffler, würde ich sagen, auch, ne? Wieder die Treppe hoch. Okay, dann ich nehme mir den Okkultschnüffler mal. Nimm den der Maria mit, ne? Ja. Klingt nach einem guten Plan. Oh, die fängt wieder an zu jagen. Okay. Ach, Mann! Ich komme nicht mehr hoch. Okay, mein. Dann? Ich habe hier unten auf jeden Fall irgendwas. Brauche ich nur die Sofortbildkamera in dem Atelier. Ich. Die Sofortbild. Okay. Hab eine. Bin mal rübergelatscht. In der Küche eventuell auch. Ich glaube, es ist die. Warte. Nee, die ist 8,4er Wert. Aber warte mal. Guck mal, ist sie das? Ja, ist die Kaffeemaschine auf jeden Fall. Dann nehme ich die mal mit raus. Mhm. Müssen wir die Maria hier gerade mal liegen lassen. Aber ich glaube, die brachten auch zusätzliches Geld, ne, wenn wir solche Objekte mitnehmen. Dann wird sich das ja gerade super anbieten. So, haben wir schon ein Fahrrad. So. Ja, dann würde ich einfach mal weitersuchen, ne? Ob ich da irgendwo unser Cursed Object finde. Du versuchst mal. Was hast du nochmal versucht? Ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich gucken mit der Cam, aber ich kann da ohne Hilfe nicht lang gehen, weil die ganze Zeit immer da ist. Okay. Wir haben hier noch was. Wo? Messerblock in der Küche. Messerblock oder. Warte mal. Ich versuche gerade ausfindig zu machen. Ich sehe so nichts. So. Gut. Oh, er wird wieder sauer. Okay, unsichtbar ist da auf jeden Fall nix. Ja, der Messerblock. Nehme ich den auch mal mit raus. Dann müssen wir jetzt Stück für Stück rausfinden, welches Objekt hier verflucht ist und welches nicht. Und vielleicht haben wir ja sogar das Objekt dabei, was ja den Geist oder die Erscheinung an diese Welt bindet. Und damit könnten wir ihn dann unter anderem auch exorzieren. Aber hier bei Mel ist gerade. Ne, ist hier im allen 8,9er Wert. Ja, ich mach mal weiter, ne? Oder sollen wir erstmal einmal bei dir gucken?
Mir ist das egal. Ja, komm, dann machen wir das erst bei dir einmal. Was, ich muss dir leuchten, oder was? Nee, du musst mir die Maria halten. Okay, das kriege So ich hin. kleine Kopf auf den Boden fallen lassen, weil sonst funktioniert die nicht. Gott sei Dank kann man das mal diesmal nicht falsch verstehen. Okay, was? Was? Auf dem Boden? Sonst funktioniert's nicht. Okay. Ist nicht so wie mit dem Die Kreuz. an mir. Mit R. Mit Ah. R gedrückt halten Ja. kannst du sie drehen. Das war's. Musste ich, habe ich gerade auch jetzt einfach mal ausprobiert. Okay, dann gehen wir einmal da oben, ne? Ja, hätte ich dann gesagt, ne? Hier oben ist, hier unten ist nix. Und die ist hier so gewesen. Problem ist, ich kann nicht gleichzeitig gucken und die Maria mitschleppen. Oh, die ist hier wieder. Pass mal auf, ich stelle mal eine Maria jetzt hier in den Flur, dass wir so einen kleinen Safe-Spot haben. Und die andere trage ich mal mit. So. Damit sollten wir sie nämlich dann gerade auch ein bisschen hier oben gefangen halten, glaube ich, ne? Okay. Also was vielleicht für euch Zuschauer auch noch ganz interessant ist, eine Sanity gibt es in diesem Spiel nicht. Der Geist kann von Anfang an angreifen. Also da macht er keine Gefangenen, sobald du da, sag ich mal, zu nah an den rankommst während einer Jagd, hat er dich und dann ist es für dich auch gewesen. Oh Gott, die Maria ist umgekippt. Sie muss aufrecht stehen, ne? Das ist, glaube ich, egal. Okay. Hauptsache, die steht auf dem Boden. Ich mache hier wieder Licht aus. Ich finde es seltsam, die hat doch nichts an die Wände geschrieben. Oder wir haben es noch nicht gesehen, ne? Manchmal war es doch auch unsichtbar. Du hast ja die Ja, aber ich Kamera habe ja die dafür, ne? Kamera an, also unsichtbar sollte ich sehen können. So. Hast du nichts, ne? Bisher? Okay, Nö. sie hat eine Tür geöffnet. Kannst du schreiben? Schreib ins Buch. Das Fahrrad hast du auch gesehen, ne? Das Fahrrad unten, das habe ich schon mitgenommen, ja. Das ist Ja, schon im ich meine Van. das hier obere. Ich dachte nämlich, vielleicht ist das ja auch noch unsichtbar. Was? Nein, hier. Ach, das, nee, das sehe ich. Das sehe ich. Hast du das Safe, den Safe hier nach unten geworfen? Den Safe? Das da? Weiß nicht, was du meinst. Hinter dir! Oh Mann. Ich rede von dem hier. Nein. Es lag hier auf einmal. Oh Gott, Alter. Oh Mann. Naja, jetzt wird vielleicht aber irgendwann die Maria, denke ich, anfangen. Brannte, glaube ich, auch, ne? Bewege ich sie mal gerade lieber nicht. Die ist hier noch irgendwo gerade. Weißt du was? Ich nehme das einfach mal mit. Geronimo! Oh Gott! Was denn? Oh, ich habe die Maria gerade hochgehoben. Da kam die aus dem Wohnzimmer auf mich zugestürmt. Sie kommt, sie kommt. Oh. Ich krieg die Tür auch nicht mehr gepackt, ne? Irgendwie da der Wurm drin. Oh, wir haben da noch mehr abgeschlossen. Ach so, das war das mit dem Mel. Und Temperatur messen müssen wir auch noch. Ich glaube, das versuche ich gerade mal. Weil wir haben so immer noch keine Werte, oder ne? Habe ich mich da irgendwo. Nee, also ich habe nur 0. Keine Minus und nicht dieses ER0, weil das muss Okay. extra angezeigt werden, aber der zeigt immer nur 0 an. Bin mir nämlich gerade ganz unsicher, hatten wir das eigentlich schon erwähnt mit dem Geisterwiki, wie das hier funktioniert? Ich glaube nämlich nicht, ne? Dass man Ja, ich glaube, hier. das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, oder? Ja, ich erkläre es trotzdem einmal. Okay. Man hat hier das Geisterwiki, also so ähnlich wie das Journal bei Phasmophobia. Und hier kann man halt auch verschiedene Werte eintragen und muss aber selber auch noch den Geist bestimmen oder die Art. Und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man hier unten die Option, auf Exorzismus anzeigen zu gehen und bekommt hier eine Anleitung, wie man den Geist dann austreiben muss. Und ja, da versuchen wir uns die ganze Zeit so ein bisschen dran zu arbeiten.
Was natürlich nicht immer so einfach ist. Okay, das sah interessant aus. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Die erste Phase geht weg, die zweite nicht. Das finde ich unfair. Soll ich mal versuchen? Kannst du? Da. Ach, du hast das Nee, ist die einfacher. erste nämlich ausgegraut. Ja, das Grau, einfach habe ich jetzt nur genommen. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. Nicht draufleuchten. So sei der Wille des Herrn. Ist durch. Man hat aber nichts gesehen, ne? Ich habe auch nichts gehört. Eigentlich hätten wir es hören müssen. Das wird es wohl nicht gewesen sein. Möchte ich gerade mal meinen. Ja, ich wollte eigentlich, dass die angreift, damit ich die mit der Instant-Kamera einmal Das kriege. muss aber, glaube ich, gar nicht für einen Angriff für provozieren, ne? Naja, aber normalerweise kommt die dann immer sofort, weil ich habe die bis jetzt noch nicht mehr gesehen. Ja, das könnte sein, weil wir die Maria oben stehen haben, ne? Die kommt nicht mehr runter gerade. Wir haben die ja mehr oder weniger vom Untergeschoss geblockt. Wäre jetzt so meine logische Schlussfolgerung gerade. Ja, dann müssten wir einmal Weihwasser auf rangehen. den Geist werfen? Hast du das schon mal versucht? Ne, ich habe auch noch Salz mit reingenommen, das müssten wir vielleicht auch nochmal ausprobieren. Okay. So, dann haben wir hier die Erscheinung. Kannst du eine Tür öffnen? Vielen Dank dafür. Das heißt, sie. Ist das jetzt eine Interaktion mit der Box? Ich finde das manchmal sehr, sehr komisch. Geist, zeig dich. Bist du unten oder bist du oben? Ich bin unten. Ich gehe gerade mit dem Thermometer durch. Ah, der hat hier oben die Tür zugemacht. Ein bisschen Schwierigkeiten, Türen zu öffnen seit dem Update. Irgendwie. Die sind manchmal sehr, sehr komisch. Ah, der greift die irgendwie bei mir nicht richtig. Wir sollen ja eine Minustemperatur finden, aber. Ne, wir sollen ER0 finden. Das ist ein Unterschied. ER0 ist. Ach, das können wir aber auch nicht messen, ne? Ah, guck mal, hinter dir ist eine Zeichnung an der Wand. Oh! Gekritzel an der Wand haben wir dann. Okay, müssen wir. Aber warte, wir stehen ja gerade in der Maria. War leider nur weiß. Das Oh, weißt du war nochmal? Buchzeichnung, Oberfläche Schrift, Oberfläche Zeichnung. Ach, ich wollte gerade mit dem Salz probieren, wenn sie da noch ist. So. Naja, was soll's. Gut, warte. Hatte also die Sofortbildkamera hat auch nicht funktioniert, ne? Nee, das war weiß. Oberfläche, Schrift. Geisteranalyse gab's nix. Das ist raus.
zwei Hinweise. Wenn wir, ja, es ist kein Schatten, es ist kein Poltergeist, es ist kein Wiedergänger, es ist kein Dämon. Was ist denn mit einem Fallen? Es ist weiblich. Fallen oder das Kind. Aber das Kind ist es auch nicht, weil das nicht die Kleine ist. Ja, das sind immer ohne die Hilfe einer Fotokamera oder Videokamera zu sehen. Also aber Fallen fürchtet kein Kruzifix und keine Maria. Die fürchten die Sofortbildkamera. Also, da habe ich was verpasst. Nee, das... Da haut sie auf jeden Fall vorab. Ja, aber die ist ja nicht abgehauen bei der Sofortbildkamera. Die ist ja da geblieben. Ja, das meine ich doch jetzt, dass es das nicht sein kann. Ich gucke ja gerade schon weiter durch. Achso. Passen Sie aber auf, er mag die Gegenwart anderer Leute überhaupt nicht. Besonders dann, wenn sie anfangen, Objekte zu verschieben. Das Problem ist, dass wir nichts haben. Wir haben nichts, worauf wir uns gerade irgendwie ansatzweise schützen können. Der hat auch noch nicht gelacht. Wo liegt denn das IMF? Hörst du das? Ja, es ist irgendwas rumgeworfen. Die rennt hinter dir. Die rannte gerade hinter dir. Tat sie das? Die wollte dich gerade packen. Vierer IMF. Fuck, ich kann nicht durch. Die hängt hier oben an der Wand. Mhm. Ich bin gerade hier unten safe. Also IMF haben wir auf 3, 4. So. Die hängt auf jeden Fall zwischen dem Kinderzimmer und der Zwischentreppe. Ich sehe sie. Du kannst da nicht durchwerfen, das hab ich auch schon probiert. Ich hab's gerade gemerkt. Okay, ich hol mal Neues. Du hast ja noch was in Reserve, oder? Was als Reserve? Weihwasser. Ja, Reserve ist da. Okay, weil wir haben nur noch eins jetzt von der Standardausrüstung. Mhm. Dann müssen wir einmal nach da hinten hingehen, ne? Mhm. Ah ja! Nicht blockieren! War lila, weil Wasser war richtig. Ich gehe trotzdem okay, hier Salz um. Salz ist einfach durchgerannt, ne? Ich habe extra Salz auf sie drauf geworfen. Schatten ist es auf keinen Fall. Nee. Ich nehme mal die Räucherstäbchen mit. Die ist ja da in dem Kinderzimmer immer. Eigentlich. Hast du die Neutronenpistole mal bei der Funktion? Also noch nicht, nee. Ich versuche gerade nochmal. Das mal machen, oder? Ein bisschen rauszufinden. Geisteranalyse ging mit dem weißen Gerät hier, ne? Ja, aber da kam nichts. Es war immer noch auf Null. Da musst du bei der sein dafür. Okay. Das hilft nichts, wenn du unten rumrennst. Die ist hier unten. Die ist gerade durch die Küche gegangen. Das ist ja ernst? Ja! Stimmt, im Atelier jetzt. Oder auch nicht? Ich habe sie nicht mehr gesehen. Ist ja jetzt wahrscheinlich wieder oben. Ja, wie ihr seht, diese Untersuchungen können sich auch etwas mehr in die Länge ziehen, weil die Geister sich hier doch nicht so einfach offenbaren. Und man das bedeutet aber auch, dass die Maria ja jetzt nicht mehr funktioniert hat, ne? Oben. Ja, oder sie ist von der anderen Seite oder so gekommen. Also die Maria hier ist noch heile auf jeden Fall. Ja, ja, aber das Kruzifix sah auch ja heile aus und es hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja. Das IMF hat gerade unten angeschlagen. Ja, hier, die ist hier oben. Die ist gerade an der Treppe gewesen, jetzt geht sie nach hier. Aha, die Dings haben geholfen, die Smudge Sticks. Räucherstäbchen. Für alle, die es nicht kennen.
Okay. So. Ja, hattest du das Salz gerade einfach hier auf den Tisch nur gelegt? Weil sie musste. Ich hatte das hier nach unten geschmissen. Das lag hier auf dem Tisch. Bei mir liegt das unten zwischen der Tür. Ja, weil ich es gerade dahingelegt habe. Okay. Weil sie muss da drüber laufen. Das bringt nichts. Naja, ich habe sie damit abgeworfen. So. Und da kam nichts. Okay, ich lege das mal hier oben an den Fuß der Treppe. Aber ich glaube, ein Signal bekomme ich hier auch gerade nicht. Von der guten Dame. Hallo, da steht sie. Okay, sie wird von der Maria gebannt, auf jeden Fall. Sie hat gerade versucht, mich anzugreifen. Das ist aber ein Kind, ne? Also ist es ein Kind. Das ist so klein, das ist ein Kind. Hundertprozentig. Das sieht nicht unbedingt aus wie ein Kind, ist das Problem. Aber dann hätten wir Salzkristall, Räucherstäbchen, Pentagramm. Pentagramm ist da aber nicht. Und dann hätte Weihwasser nicht funktionieren dürfen. Beim Kind? Ja. Was hast du denn links bei den Hinweisen eingetragen bisher? EMF 3 bis 4, Temperatur 0 und Oberfläche Schrift. Ah ne, Moment, Zeichnung. So. Ändert sich Weihwasser auf den Geist, Räucherstäbchen. Aber Temperatur 0, wann hatten wir das? Ganz am Anfang habe ich die ganze Zeit davon geredet. Ach so, okay, das habe ich die ganze Zeit nicht drin gehabt. Deswegen, ich meinte ja die ganze Zeit nur noch, dass wir, dass ihr... Also ich kriege jetzt aber, wenn ich das Kind auswähle, ne? Also ich habe jetzt EMF 3,4, Temperatur 0, Zeichnung. Habe ich beim Exorzismus Räucherstäbchen, Weihwasser und Salzkristall. Also zwei davon haben schon funktioniert. Dann müssten wir jetzt... Ja, ja. Aber... Warte. Du weißt, was ich meine. Also eigentlich sind wir da auf dem Weg, finde ich. Ja, ja. Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Aber Salz hat ja bis jetzt noch nicht funktioniert. Ich habe die abgeworfen damit und es half nichts. Also. Ja, dann schieß auf sie. Ach, wir haben hier oben gar keine. Das Salz ist hinüber. Das ist schwarz. Die ist exorziert. Hörst du es? Es ist still. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist doch anders. Also war es ein Kind. Ich habe gerade meine Waffe hier ausgerüstet und dann... Ja, es war also ein Kind. Ja, liebe Freunde, damit haben wir euch, glaube ich, so ein bisschen zeigen können, wie verwirrend das Spiel auch manchmal sein kann. Aber auch sehr, sehr spannend. Gerade, das war ja jetzt noch eine einfache Jagd. Also ihr merkt schon, es ist deutlich zeitintensiver, als das bei Phasmophobia der Fall ist. Wobei wir da auch schon mal längere Folgen auf jeden Fall hatten oder Jagden allgemein. Das Interessante für mich ist halt an dem Spiel wirklich, dass man hier den Geist auch nochmal austreiben muss. Eins, was ich bei, oder einer der Punkte, die ich bei Phasmophobia nie so toll fand, war halt wirklich, dass man ja irgendwie so unverrichteter Dinge eigentlich wieder gefahren ist. Und ja, das war immer so ein bisschen komisch. Und hier ist wirklich, das sind Geisterjäger, ne? Die finden das Problem und die kümmern sich um das Problem. Und ja, wie ihr seht, wir können uns jetzt hier völlig ungefährlich bewegen und ich glaube, wir konnten jetzt sogar noch Sachen einsammeln, ne, theoretisch, um die zu Geld zu machen, wenn wir hier was Verfluchtes finden. Aber was jetzt hier gerade noch viel wichtiger ist, und das ist noch ein ganz interessanter Faktor, man muss immer sein Equipment wieder mitnehmen. Muss alles wieder in den Van. Tut man das nicht, sind diese Sachen tatsächlich weg und ja, man verliert praktisch seinen Fortschritt und ich werde euch das auf jeden Fall mal zeigen, wenn ich wieder mal zu ein bisschen Geld gekommen bin, wie teuer eigentlich die Items hier in dem Spiel sind und es gibt noch einen Faktor, der auch nicht ganz unwichtig ist, wäre jetzt zum Beispiel einer von uns gestorben, hätte der andere ihn raustragen müssen, damit er überhaupt Geld von der Versicherung wieder bekommt, ne? Das war doch richtig, glaube ich. Also man kann nicht einfach die Leute dann hier drin zurücklassen und ja, das gibt dann nochmal gleich wieder eine neue Schwierigkeit, aber auch eine Möglichkeit für diejenigen, die tot sind, wieder ein bisschen mehr Geld wieder zu bekommen. Und, das ist auch noch ganz interessant, auch ein Riesenvorteil im Gegensatz zu Phasmophobia, wie ich finde, stirbt man in diesem Spiel, kann man seinem Team trotzdem noch helfen, weil man mit Objekten interagieren kann und ist so praktisch nicht nutzlos für den Rest der Runde und hat noch was zu tun. Also gerade für den Mehrspieler-Aspekt eine richtig schöne Sache. Und ja, Michelle, ich habe jetzt hier einen elendig langen Monolog geführt.
Möchtest du auch noch irgendwas zum Spiel dazu fügen? Ich gebe dir gerade SOS-Zeichen, du sollst zurückkommen. Okay, hast du alles mitgenommen? Ja, ich okay. habe alles. Alles klar, dann, lieber Geist, ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Leben im Jenseits und die Ghost Exorcism Inc. Verabschiedet sich wieder von dir und ich hoffe, du kehrst nie wieder in unsere Welt zurück und bist uns auch nicht böse im nächsten Leben. Und ja, Michelle, möchtest du noch irgendwas sagen gerade zum Geist? Möchtest du noch mit ihm kommunizieren? Der hätte sich auch zeigen können mit seinem Feuerwerk. Das müssen wir ja leider in der nächsten Folge zeigen. Das stimmt wohl, ja. Es gibt ein kleines Feuerwerk, wenn wir ihn exorzieren. Und ja, dann begeben wir uns aber mal in den Van. Ich mache die Tür zu und dann bringen wir uns mal wieder ins HQ. Yes. Weil wir wollen uns natürlich noch angucken und euch nicht vorenthalten, wie gut wir performt haben. Hier ist irgendwas wahnsinnig laut am Rumoren im Bus. Wir haben irgendwas mitgenommen, glaube ich. Und ja. Ja, schön. Ach doch, da. Ich wollte gerade sagen, jetzt sehe ich, ich musste gerade erstmal alles so erfassen, wo was ist. Ja, mit der Temperatur, das haben wir halt leider nicht hingekriegt. Ja, das geht leider auch nicht immer. Ja, aber ja, liebe Freunde, ich würde sagen, damit beenden wir mal unsere erste Folge Ghost Exorcism Inc. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt uns ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so vom Spiel haltet, ob ihr das schon kanntet, ob ihr es vielleicht sogar mal selber gespielt habt oder was ihr euch in dem Fall sogar noch vom Spiel wünschen würdet. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge, weil wir werden auf jeden Fall ein paar zu diesem Projekt auch machen, um euch das ein bisschen mehr zu zeigen. Und Michelle, noch abschließende Worte? Oh, nee. Nee. Nee? Okay. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.